Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft Engineers zusammen mit Nifias. Hallo. Ja, ich finde, da sollte man auch gleich. Kann man gleich anknüpfen an die letzte Folge, finde ich. Und zwar dieses. Du kennst das doch auch. Gerade wenn du so viel auf Twitter unterwegs bist und dann da wird was gesagt. Oder da wird was gemeint. Und gleich. Quasi in der Stunde, wo es gesagt wird, sind irgendwie so 2000 haben quasi schon eine Petition unterschrieben, dass. Ja. Ja. Und da gab es dann letztens die Diskussion und ich bin in so einer Gruppe, ich weiß nicht, ob es das auch in den großen deutschen Städten müsste es geben. So Städtegruppen auf Facebook. Ja, gibt's ja. Ja, aber bist du Mitglied in so einer dann? Nein. Okay, das bin ich für Flensburg halt. Ja. Und. Da war dann die Diskussion, dass Zirkus Krone, kennst du ja, ne? Ja. Dass die ihre Tiere ja so schlecht behandeln sollen. Ja. Angeblich. Ja. Und dann wurde ein Video gezeigt oder auf ein Video hingewiesen, der Peter von 2001. Also das sind aktuelle Zustände, da bin ich mir sicher. 14 Jahre altes Material zu benutzen, also wenn ich das in der Schule mache, ne, dann glauben Facebook, die auch. Auf Facebook sind eh die dümmsten Menschen unterwegs, sorry, dass ich das so sage, aber... Ja, aber dann glauben... Aber das ist auch dieses... Das ist wie, auf Facebook sind ja auch die Menschen, die auf die heftig Co-Sachen klicken, weißt du? Ja, genau! Das ist leider für mich ein Intelligenzputz. Sorry, wenn ihr das macht, Leute. Wenn man das mal aus Neugier macht, um sich den Scheiß mal so zu geben, was die Leute sich da angucken... Aber manche Leute sehen das auf Facebook, denken, boah, krass, was ist denn da Heftiges passiert? Und die das jeden Tag und auch noch der Seite folgen, tut mir leid. Das Schlimme ist, meine Eltern teilen da sowas manchmal auch und dann könnte ich die mal wegklatschen. Weißt du, das ist so. Aber denen nehme ich das jetzt nicht so böse, weil die sind mit dem Internet ja nicht so, weißt du, das ist ja... Was machst du da? Endlich mal in der Zukunft angekommen. Hä? Okay. Ah, okay. Weiß nicht, also diese heftig cool. Also klick nicht diese heftig. Nee, da oben kannst du nicht mehr rein. Oder? Doch. Oh, fast gerade so. Piece of cake. Nee, sorry, verteilt diese heftig Co-Sachen nicht. Auch noch so, man soll die auch nicht verteilen. Also man soll dann auch nicht. Ich meine nicht. Das ist alles, jeder Titel, den die schreiben, ist gelogen. Da passiert nichts. Und vor allem sind die Videos auch von 2001 teilweise. Das ist halt eigentlich mehr das Schlimme, finde ich. Dass die du Videos dich über Sachen aufregst. Alt und haben schon Millionen Klicks auf YouTube und dann werden die auf Facebook nochmal neu vermarktet. Ja, aber ich finde auch, dass dieses. Es ist ja okay, dass du dich über eine Sache aufregst, aber dann informier dich doch vorher mal drüber. Und glaub nicht direkt das, was heftig Co. oder sonst irgendwer. Ja. Also. Gestern habe ich erst in eins reingeguckt, weil da war irgendwie. Dieser Junge wurde jahrelang gemobbt. Nee, wurde 30 Mal gemobbt und beim 31. Mal haben diese Jungen was Unglaubliches getan, so weißt du? Mhm. Da habe ich was angeguckt, da war halt ein behinderter Junge. Der war wirklich behindert, das kann ich jetzt so sagen. Der hat eine Behinderung gehabt. Und der wurde wohl mal gehänselt. So. Und dann gab es da 5 Jungs, die sich zusammengetan haben und mit ihm befreundet sind. Was auch lobenswert ist. Da sage ich ja nichts gegen. Das ist eine super Sache. Aber in dem Video war nichts von Mobbing zu sehen. Das Vorschaubild war so dargestellt, als ob der Junge, der auf dem Bild ist, da ist ein Junge im Hintergrund, der doof in die Kamera guckt, der war rot eingekreist, der hatte nichts mit dem zu tun. Also das Bild war missweisend. Das Bild war total falsch gewählt und total irreführend. Und ah, ich krieg da Hasstiraden bei, ey. Das ist so. Ah. Nee. Das ist aber auch teilweise. So heftig Co. könnt's mich jagen, ey. Ne? Dann Leute gibt, die das auch noch folgen und teilen und das auch noch unterstützen. Ja, ist okay, wenn sie es selber glauben. Die sollen halt mal aufs Datum vom Video gucken. Die Videos sind halt wirklich 10 Jahre alt teilweise. Ja, und das ist halt das Wichtige eigentlich. Ja. Ist nichts Aktuelles, was da verteilt wird. Nee. Ist alles Recycling.
Könnten wir auch machen. Könnten auch alte Folgen hochladen wieder. Ja. Mal Trust and Betrayal. Wie wär's mit dem neuen Projekt Trust and Betrayal? Habe ich schon 100 Folgen vorproduziert. Ich bin dabei. Ich auch. Oh, hier ist Eiswelt mit Eisbäumen. Die sieht geil aus. Hinterfragt alles, was im Internet steht. Warte mal. Hier ist ein Schneemann. Ja. Hier sind mehrere Schneemänner. Do you wanna build a snowman? Na, um dann nochmal zurück auf die Zirkus-Krone-Sache zu kommen. Und dann ist ja, ne? Ist ja okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ein Video von der Peter und so weiter und so fort. Na, hat man sich drüber aufgeregt und so weiter und so fort. Und da dachte ich, Mensch, komm hier, das war 2001, guck doch mal, was Zirkus Krone selbst dazu sagt, weil man muss ja auch die zwei Seiten, gerade bei solchen Themen, muss man auch die andere Seite hören, ne? Ja, vom, ob es ein aktuelles Statement dazu gibt, ne? Ja, genau, und Zirkus Krone macht das, das kann man jetzt hier mal so sagen, die machen das eigentlich relativ gut, weil die haben auf ihrer Homepage extra einen eigenen Reiter, der Tierschutz heißt. Aha. Komisch. Und da kommen sie auch. Also die zeigen auch, oder die weisen auch darauf hin, dass die PETA Videos verbreitet, die schon älter als 10 Jahre sind und so weiter und so fort. Und die PETA ist auch ein Drecksverein, da müsst ihr auch aufpassen. Das ist ein richtig krasser Verein eigentlich. Die sind ziemlich radikal in der Hinsicht und wollen ihren Durkopf, sag ich mal, durchsetzen. Und die sind ziemlich radikal und denen ist egal, ob das jetzt stimmt, was die da verbreiten und was nicht. Also da muss man aufpassen. Also, ja, das beachten das halt der, viele nicht. Der Grundgedanke mag vielleicht cool sein, Tierschutz und so, aber die wollen auch eine Kohle daraus ziehen. Das muss man sich auch immer nochmal vor Augen halten. Ja, und viele Sachen, wenn die da zum Beispiel in so eine, was weiß ich, dann brechen die ein in so eine, wie heißen die, Hermeline, ne? Ja. Die dann Schals und so, Handschuhe und so werden. Ja. Brechen ja, sie da ein und dann lassen sie die frei. Ja, genau. Also, ich Bananen. Denke nicht, dass es dem Hermelin besser geht, wenn er draußen rumläuft. Ja, der desozialisierte Hermelin, weißt du? Der nicht mehr in der Wildnis klarkommt, weil er das Futter vom Zoo oder sonst wo gewohnt ist. Ja. Der da vielleicht sogar geboren wurde. Ja, die sind die meisten. Der ja. noch nie die Wildnis gesehen hatte, aber die Peter so, ja, der muss raus. Der will die Wildnis, das merkt man. Das spürt man, der Löwe, der will in die Wildnis, das ist ein Zeichen, dass er Platzmangel hat und er braucht ja ein riesiges Territorium, wenn der Löwe da im Zirkus ist. Da kannst du echt sagen, die sind behindert. Also so ein Löwe, ne? Da kannst du sagen, was du willst, aber der schläft auch, was war das, 17 Stunden am Tag oder so? Ja. Das ist wie eine Katze. Ah. Ist ja auch eine Katze, ist ja eine Großkatze. Ne? Ja, eben. Und ja, sowas, das ist dann. Und die Peter, die machen ja auch nicht so Sachen, die immer nur erlaubt sind. Nee. Wie du halt sagtest, die brechen irgendwo ein und lassen Tiere einfach frei. What the fuck? Peter, what the fuck? Aber die meisten Leute der Gesellschaft quasi, die finden das ja gut. So, oh ja, oh, der arme Hermelin da. Der wollte ja unbedingt raus, das ist ja okay. Der gehört ja in die freie Wildnis. Von dem die Leute noch nie was gehört haben, weißt du, aber das ist ein armes Tier. Aber interessieren sich alle für das Tier. Noch nie gehört, das Ding. Aber ey, süß. Ist süß, ey. Guck dir die Augen an. Oh, wie schnuckelig. Ey, die Peter. Aber, es ist... Peter ist irgendwie schon fast Sekte, so für mich. Ja, ist es auch. Ist es, ganz ehrlich. Das ist es. So wie die Zeugen Jehovas auch eine Sekte sind. Und ach, keine Ahnung, das ist alles... Und... Alles Assis. Ja. Das heißt, die auch eine Kohle daraus ziehen wollen. Merkt euch das. Die wollen auch nur ihr Geld. Die leben nicht nur von Luft- und Tierliebe. Nee. Aber. Oh. Oh, Handy? Dein Handy? Mein Handy? Ja, das kommt aus deinem Teamspeak. Weg damit. So. Und dann hat der Zirkus Krone aber auch gesagt, von wegen, weil viele ja auch begründen mit. Die Bewegung, die da zum Beispiel die Elefanten machen, das ist ja gar nicht natürlich. Oh. Ne? So was weiß ich, auf zwei Beinen stehen und so, das können Elefanten ja normalerweise in freier Natur nicht. In freier Natur haben die keine zwei Beine. Und da muss ich sagen, Mensch, da haben die richtig gute Arbeit geleistet, haben die ein Bild quasi genommen, aus dem Zirkus halt, aus ihrer Show,
wo der Elefant exakt die Bewegung macht, wie auch in der Natur macht, und das Bild aus der Natur einfach daneben gesetzt. Ja, perfekt. Also. Und auch diese Aussage, dass die Tiere es dann besser hätten, wenn sie denn in der Natur wären. Also der Elefant ist da geboren worden oder der Löwe oder was auch immer. Der weiß gar nicht, der kriegt sein Futter, darüber freut er sich. Ja. Warum müssen Löwen so weit laufen am Tag? Ja, weil sie auf der Suche nach Nahrung sind, Elefanten auch. Und wenn die Nahrung halt vom Tierpfleger kommt, dann müssen sie es halt nicht. Klar, es ist schon ein bisschen traurig, dass das Tier da jetzt ein bisschen, also, ne, aber die tun ja jetzt nicht so, also die Leute, die das Tier jetzt gefangen, in Klammern, in Anführungszeichen, halten, wollen dem ja nichts Böses meistens. Ne? Ja, das ist ja so. Die sind da vielleicht mit, oder die kommen halt aus einer Kultur, das ist ja auch in anderen Ländern so. Guck mal, in Afrika werden die auch gehalten als Haustier. Ja. Weißt du, da geht die Peter nicht hin. Und ja, das ist ganz komisch. Aber dieses gefährliche Halbwissen der Leute, das ist so das Schrecklichste. Solange keiner Hamster abschießt oder so, ist ja voll okay. Ja, was ist denn das Nächste? Ja, Hamster freilassen oder hier Aquarienfische oder Hunde und Katzen. Das ist ja okay, wirklich, wenn die Tiere wirklich schlecht behandelt werden, dann finde ich das auch nicht gut. Ja, wenn sie schlecht gequält werden, finde ich das auch nicht gut. Nee, aber was Zoos und Zirkus und solche Sachen, also die Leute, die damit auch ihr Geld verdienen und so, also da hat Deutschland wirklich extrem hohe Standards. Ja. Also ja, vor allem, weil es hier den Tierschutz gibt, auch ohne Peter. Ja, und die haben natürlich auch ihre Tierärzte dabei und auch in Zoos sind die Tierärzte unterwegs und Tierschützer und wie viele Tiere ausgestorben wären, wenn es das nicht geben würde. Ja. Das bedenkt wieder keiner. Weil in der freien Natur, da wird der Elefant, der muss dann nämlich auf zwei Beinen nicht gehen. Der wird nämlich nur abgeschossen wegen seines Elfenbeins. Ja, noch schlimmer. Aber dann kann die Peter ja nichts gegen tun. Dann doch lieber die Hermelinen freilassen. Die Peter könnte zum Beispiel mal nach Rumänien gehen und da die Hunde retten oder so. Ja, aber nee, das wird ja was bringen. Ja, eben. Weißt du, sowas kann die Peter mal machen. Das ist so ein Scheiß, ey. Aber ja, es ist unglaublich teilweise. Lächerlich. Aber ja, da musste ich mich dann äußern in dieser Gruppe, um darauf nochmal zurückzukommen, diese Städtegruppe. Oh, und jetzt mal, was ich da an Flame entgegen... Dann kommt die geballte Intelligenz auf dich zu, oder? Ja, ohne Scheiß. Nur weil ich gesagt habe, ja, hier hört euch auch mal die Seite von Zirkus Krone an. Ja, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Oh, du bist ein Tierquäler, Goro. Ja. Du verdammter Tierquäler. Ja. Wie kannst du nur? Ja, Tiere gehören nämlich nur in die Natur. Goro, Goro, Goro. Ist ja nicht so, dass der Mensch schon seit Jahrtausenden, Jahrhunderten Tiere zur Belustigung gehalten hat. Oder zur Hilfe, oder zum Essen. Ja. Ich meldet sich die Väter, hätte ich jetzt was gesagt. Die Väter. Die Väter. Die Peter war doch bei Fallout 4, weil der Hund dabei ist. Echt? Nein, weiß ich nicht. Aber ich trau's dir zu. Könnte passieren. Ich glaube, bei Call of Duty haben die Stress gemacht damals. Was war bei Call of Duty? War doch bei Black Ops der Hund dabei. Achso. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist ja auch schon schlimm, ne? Ja, so ein virtueller Hund ist schon böse. Bei Pokémon haben sie Stress gemacht. Das echt? Weiß ich noch. Ja. Weil das ja Tiere sind und den Kindern so eingetrichtert wird, dass man Kinder einfach so einsperren kann in ganz enge Käfige und so. Ja, what the fuck? Es ist doch... Das ist eine laufende Pflanze, die mit Blättern schießt. Ja, und das? Eine Pflanze hat auch Gefühle, Nephias. Ja, dann sind die Veganer aber auch böse. So, ja. Gesagt. So. Veganer sind auch böse, aber dann gibt es ja auch nochmal diese Veganer, die so richtig krass sind. Die essen dann nur... Was essen die denn? Obsianer oder so? Obsianer? Ja. Ich weiß nicht genau, ob die so heißen. Es kann sein, dass die auch anders heißen. Aber die essen nur Früchte, die der Baum von selbst abgeworfen hat. Also totes. Ach also, ja, die. Genau. Ja, die gibt's ja. Ja, also Fallobst.
Ja, also das, was schon tot ist im Grunde, ja. Genau. Was gibt's, Alter? So weit ist es schon gekommen. Kennst du einen aktiv, der das betreibt? Nee, ich nicht. Ich zum Glück auch nicht. Aber das ist schon... Im Nachhinein tat mir auch der Retweet ein bisschen leid, den ich heute getätigt habe. Was hast du retweetet denn? Der war ja schon ein bisschen verallgemeinernd und das meinte ich eigentlich nicht so. Ich habe retweetet, da hat eine geschrieben, da war so ein Gespräch im Tweet, so von wegen, ich bin jetzt vegan. Und dann die andere, ja, okay, cool. Und dann, solltest du auch machen. Und dann sagt die andere, nee. Und dann der Veganer, du bist also Tierquäler oder was? So, weißt du? So der typische Veganer, den man so im Kopf hat. Und es ist natürlich nicht jeder so, aber man hat leider sehr oft Erfahrung mit sowas gemacht bei Veganern. Ja, aber nicht jeder, der Tiere isst, ist ein Tierquäler. Nee. Vielleicht ist das Tier ja auch beim Sterben gewesen und ich esse eh schon, was tot war. So, weißt du? Ach, das wär doch eh egal. Also, so. Die Tiere werden, die wir essen, die werden dafür gezüchtet, dass wir die essen. Ja, das ist ja auch böse. Ne? Ist ja nicht so, dass wir in den Wald gehen und uns jetzt ein Reh schießen. Ja, ich weiß, das Züchten ist auch ein bisschen traurig so, weißt du, das Tier wird geboren, denkt so, ja geil, Leben und so, ist ein bisschen traurig, aber von irgendwas muss der Mensch leben. Die würden uns auffressen, wenn wir nicht so klug wären. Eben, das hätte auch andersrum sein können. Also jetzt nicht vielleicht die Kuh, aber... Nee, aber vielleicht der Löwe oder so, weißt du, wenn wir in der Wildnis rumrennen würden. Oder ja, so, wenn wir nicht, jetzt stehen wir natürlich an der Spitze der Nahrungskette, aber wenn wir jetzt nicht... würden, dann würden die uns auffressen. Die würden auch nicht sagen, ach Mensch, den Menschen, lass den mal leben. Ach, der ist doch knuffig, lass den mal leben, oder? Ja. Das ist... hat schon alles seine Gründe, so wie es gelaufen ist, glaube ich. Leute, was haltet ihr denn davon? Diepe Themen heute hier. Diepe Themen. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Wieder soweit. Bis in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.